أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Im Namen Allahs, alles Lob gebührt dem Allerbarmenden und dem Barmherzigen Allah. Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allahs und seinen Gefährten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, meine lieben Geschwister. Wir freuen uns sehr, euch allen zu unserem zweiten Vortrag unserer Ramadan-Vortragsreihe willkommen zu heißen. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Ramadan Karim, beziehungsweise einen gesegneten Ramadan euch allen. Bevor wir zum Vortrag kommen, nochmal hier kurz der Hinweis. Die Spendenkampagne für den Jemen ist eine Spendenaktion, um unter der Hungersnot leidenden Menschen im Jemen mit Lebensmittelpaketen zu helfen. Wir freuen uns, wenn ihr euch daran beteiligt. Der Link ist in der Kommentarspalte gleich zu finden. Kommen wir nun zu unserem heutigen Gast, unserem geliebten Bruder Muhammad Yusuf, auch bekannt als Abu Hajar. Er ist Imam und im Dekan des Usul al-Fiqh in dem traditionellen Lehrinstitut At-Taysir in Mauretanien. Ich würde ihm Unrecht tun, ihn zu versuchen, euch noch weiter zuvor vorzustellen. Deswegen schenkt ihm eure Aufmerksamkeit. Es wird sich lohnen. Zuletzt will ich auch noch sagen, dass er unter seinem Verlag, dem Nur Verlag, Webinare, einen Buchclub und interessante Bücher wie dem Ramadan-Planer und 40 Tage bis zum Gebet anbietet. Eure Fragen könnt ihr während des Vortrags in den YouTube-Chat stellen. Am Ende werden wir eine von diesen auswählen und sie dem Referenten stellen. Wir freuen uns auf einen inspirierenden Vortrag und übergebe somit die Bühne und das Wort meinem Bruder. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Vielen Dank, möge Allah SWT euer Projekt segnen und die Spendenaktion auch segnen und die Summe, die 15.000 Euro, inshallah, so schnell es geht, sammeln. Ja, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, rabbi shahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna iza ma shi'ta sahla. Sahl amri ya rabbil alamin. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amri taba'a hudahum ila yawmiddin. Amma ba'd, es folgt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister. Zum Thema Körper, wessens Eigentum, wem gehört dieser Körper? Dazu haben tatsächlich unsere Rechtsgelehrten, die Fuqaha, radiallahu anhum, möge Allah mit allen zufrieden sein, schon vor langer Zeit schon gesprochen. Und im Thema Fiqh wird das Thema Körper und alles, die Belange des Körpers, die Konstrukt des Körpers, was der Körper benötigt, wie der Körper aufgebaut ist, teilweise auch die medizinische Sicht, sehr, sehr oft beleuchtet. Es gibt nahezu kein einziges Thema im Fiqh, außer wo das Thema Körper angesprochen wird. In allen, sogar in den fünf Säulen des Islam und alle anderen Thematiken im Fiqh, Fiqh al-Ibadat und weiter, wird das Thema Körper, immer dieser Körper immer behandelt. Ich möchte ganz kurz, bevor wir über den Eigentum sprechen, wem gehört dieser Körper? Für viele Leute scheint diese Frage eine leicht beantwortete Frage zu sein. Die ja, kann man ja eigentlich sagen, klar kann man sagen, Allah gehört dieser Körper, natürlich, er hat es auch erschaffen, dementsprechend gehört ihm das. Aber wenn wir ein bisschen über diesen Körper reden, dann gibt es dazu viele interessante Sachen, die wir aus der islamischen Wissenschaft sehr oder islamischen Büchern mitnehmen können. Erstmal der erste Mensch, Adam a.s. und wie er überhaupt erschaffen worden ist. Allah subhanahu wa ta'ala befahl die Malaika, den Engeln, auf Erden Sand oder Erde zu sammeln, eine gewisse Menge. Wir wissen nicht, wie viel, aber anscheinend wäre das eine große Menge, die sie gesammelt haben. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln befohlen, diese Erde mitzunehmen und Allah subhanahu wa ta'ala zu geben. So hat dann Allah subhanahu wa ta'ala diese geformt zu einem, man kann sagen, zu einer Statue, zu einer großen, man hat draußen einen riesen Körper gebaut, das genauso aussieht wie wir, aber nur in riesig. Einige sagen bis zu 80 Meter lang.
Aber das war hohl, von innen war es leer. In anderen Überlieferungen von Bene Israel wird erzählt, dass Iblis, der Shaitan, als er das immer sah, und hat immer diese riesen Körper gesehen, 80 Meter hoch, sehr breit, sehr groß, ist hohl und steht und ist einfach vor sich hin am Trocknen, hat Iblis sich das immer angeschaut und hat nicht gewusst, was das überhaupt ist. Sogar man erzählt, dass Iblis sogar in den Körper von Adam reingegangen ist. Die Shayatin, die Djinn können ja in Gegenstände reingehen. Und man erzählt, er ist sogar in diesen Körper reingegangen und dieser Körper war hohl, war leer. Da war nichts drin. Und Iblis sagt immer so sich, was ist das? Selbst die Malaike haben sich das angeschaut. Über Jahre. Einige, ziemlich alles, viele schwache Überlieferungen, aber es ist trotzdem hier interessant, in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Einige sagen bis zu 1000 Jahre, einige sagen 800 Jahre, einige sagen 400 Jahre. Auf jeden Fall eine längere Zeit. Allahu a'lam wie lang, aber eine gewisse Zeit stand dieser Körper aus Ton hohl von innen und keiner der Malaika noch Iblis wusste nicht genau, was das ist und was Allah überhaupt damit bezwecken möchte. Und es war hohl, es ist einfach Erde, es ist nichts, aber Konstrukt war da, es hatte Arme, es hatte Beine, es hatte ein Gesicht. Aber es war hohl, es war leer. Bis Allah subhanahu wa ta'ala natürlich die Seele dann diesen Körper übergab und dann aus diesem Tonkörper ein vollständiger, gefüllter Körper wurde, welches nicht leer ist. Es ist vollständig geworden und dann Sinne bekommen hat und dann verstehen konnte. Und dann stand Adam a.s. auf und hat nach rechts und nach links geschaut und nach oben und nach unten und hat angefangen zu blicken und es wurde aus ihm etwas Lebendiges. Das ist so dieser Ursprung des Körpers selber. Einzig und allein Allahs Schöpfung aus der islamischen Sicht. Natürlich, einzig und allein Allahs Schöpfung, Allahs Werk. Die Djinn haben auch, also Iblis hat auch nicht verstanden, was das ist. Und Malaika haben auch nicht verstanden, was das ist. Dieser Körper, so, sie kannten sowas nicht. Und sowas aus Erde. Die einen sind aus Feuer erschaffen, die anderen sind aus Licht erschaffen. Aber was ist das? Das ist einfach aus Erde. Das Interessante ist danach, als die Seele dann hineinkam, dass es gefüllt worden ist mit Organe und Haut und Zellen und Knochen und so weiter. Es ist vollständig geworden mit Muskeln. Es kann greifen, es kann gehen, es kann heben, es kann springen, es kann sitzen, es kann schlafen, es kann schwimmen. Es kann viele Sachen. Es ist nicht mehr dieser Tonkörper, der über, wenn wir von vielen Überlieferungen gehen, sogar viele Jahrhunderte einfach vor sich hinstand und einfach nur getrocknet. Es ist auf einmal ist es lebendig. Zu der Frage des Eigentums, die wird ja hier dann auch geklärt. Der Eigentümer ist der es erschaffen hat. Der Eigentümer ist der das auch erschaffen hat. Nur haben die Fuqaha dann gesprochen über, wenn er es erschaffen hat und uns übergeben hat, inwiefern oder wie sehr haben wir eine Entscheidungsfreiheit und wie viel dürfen wir mit diesem Körper machen. Und das wurde tatsächlich schon in den sehr, sehr früheren Gelehrten, also wirklich die ersten Fuqaha, wir reden hier schon über die ersten, zweiten und dritten Jahrhundert, wurde das schon ausdiskutiert. Und letztlich durch die Masse der Überlieferungen, die wir haben und die Ayat, die wir haben, die über den Körper sprechen, können wir schon mal sagen, dass der Körper erstens Allahs Eigentum ist. Zweitens, was man mit dem Körper machen darf und nicht darf, ist nicht vollständig, voll und ganz von der Scharia klipp und klar gezeigt, so und nicht so, sondern ein gewisser Rahmen wurde gelegt und einiges wurde direkt verboten und anderes wurde auf die Freiwilligkeit gelassen. Das, was ganz verboten worden ist, sind Dinge, wie ihr alle bereits wisst, wie zum Beispiel Dinge, wo man diesen Körper durch Eingriffe verletzt, also sich selbst verletzen, selbstverletzendes Verhalten, alles, was den Körper absichtlich verletzt. Oder wenn wir jetzt über die Medizin reden, Dinge, medizinische Eingriffe, die wirklich den Körper ändern, Dinge im Körper zu ändern. Und das kann man alles herleiten, dass selbst das Tätowieren verboten worden ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, den Verbot des Tätowieren
damit verbunden hat, und zwar al-Mughayyirat li khalqillah, und zwar, dass sie die Schöpfung Allahs ändern. Und zwar, dass selbst jegliche Veränderung in diesem Körper verboten worden ist, so muss dieser Körper, wie er genommen worden ist, wieder zurückgegeben werden. Das ist eine Grundregel. Aber viele verstehen dann nicht, wenn es heißt, okay, wenn der Körper so angenommen wird, dann muss er auch genauso abgegeben werden. Dann darf ich ja absolut nichts daran ändern. Das ist nicht ganz richtig. Grundsätzlich ist das die Regel. Aber dennoch finden wir in der Praxis des Propheten sallallahu alaihi wasallam viele Überlieferungen, die anderes zeigen. Wie zum Beispiel das Rasieren des Schambereichs und das Kürzen der Fingernägel. Und das sind ja auch Veränderungen, die vorgenommen werden. Das Abrasieren der Haare, Schneiden, Kürzen der Haare. All das ist auch eine Veränderung im Körper. Und dementsprechend können wir nicht darüber reden, dass jede Veränderung im Körper verboten ist. Aber letztlich schließt sich der Kreis damit, wenn wir verstehen, dass der Eigentümer, der Schöpfer, auch dieses erlaubt hat, weil solange er hat dies erlaubt, somit ändert sich daran nichts, es ist immer noch nicht dein Eigentum. Es gibt hier eine interessante Sache, wo die Fuqaha darüber gesprochen haben, und zwar, dass das Eigentum sich ändert, also solange es von Allah kommt, ist er der absolute Eigentümer. Aber es gibt tatsächlich auch, es können auch doppelte Eigentümer geben, das gibt es tatsächlich auch, aber der eine ist nicht Volleigentümer. Das bedeutet, Allah ist der vollkommene Eigentümer, er verwaltet, er benutzt diesen Körper, wie er möchte und verweist und gibt Pflichten, so wie er möchte, was der Körper gemacht wird. Aber derjenige, der das gerade verwendet, und zwar du und ich, haben den Eigentum in einem gewissen Grad. Das bedeutet, im Umgang, wer darf an meinen Körper, wie viel ich um meinen Körper zeige, wie ich meinen Körper schütze, was ich in meinen Körper einnehme, esse, trinke, wie Schutz vor der Sonne etc. etc. Dass ich meinen Körper nicht schade. Und das sind alles Dinge, die du, da du der Eigentümer bist, hier in diesem Fall als Mensch, kann man dann wirklich sagen, du bist hier der Eigentümer, dein Körper gehört dir, du darfst in diesen Rahmen, in diesen schützenden und pflegenden Rahmen agieren. Und da kommt es wieder zum selben Punkt. Der es erschaffen hat, hat das auch angeordnet. Wie zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer ein schönes Haar hat, soll es pflegen. Und das sieht man in der Praxis des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Haar gepflegt hat und auch sein Haar parfümiert hat, also wie Aisha überliefert. Und der Islam hat jegliche harte Eingriffe im Körper verboten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die letzte Behandlung ist Al-Kay. Die letzte Behandlung ist Al-Kay, und Al-Kay ist damals, wenn jemand eine offene Wunde hatte am Körper irgendwo, und damit das nicht noch schlimmer wird und damit sich da jetzt keine Infektion verbreitet, und die Medizin war jetzt nicht immer so weit wie jetzt, hat man wirklich Metallgegenstände, meistens war das ein Handmesser, ein Messer oder ein Schwert, erhitzt und damit die offene Wunde eben zugemacht. Und das geht sogar in vielen Rechtsschulen als verboten und wird nur in Ad-Darura, wird wirklich nur in den schlimmsten Fall, also wirklich, wenn es wirklich keinen anderen Ausweg gibt oder wenn man diese offene Wunde nicht damit schließt, dass sich dann der Körper oder mehr Schaden dadurch verursacht wird. Das ist wirklich nur die Ausnahmeregelung. Und viele Rechtsgelehrten sehen auch darin, dass man wirklich man muss wirklich alles ausschöpfen, bevor man sowas macht, und das ist heutzutage zum Glück nicht mehr vorhanden. Die Rechtsgelehrten haben nicht nur darüber gesprochen, sondern die Rechtsgelehrten haben in der Zeit, wo viele Spiele von den Griechen und viele Spiele, also Sportarten von den Griechen und von den Perser und von den Römer in die islamische Welt gekommen ist. Das hat sich ja mit der Zeit dann geöffnet, es gab ja Grenzen, und die Rechtsgelehrten haben auch darüber gesprochen, welche dieser Sportarten sind gut und welche Sportarten sind nicht gut. Und die Maßeinheit war, was schadet den Körper und was schadet nicht den Körper, aus dem Hintergrund, dass es nicht dein Eigentum ist, nicht dein vollkommenes Eigentum ist. Und Verwaltung, du bist gerade Eigentümer, du besitzt es jetzt, weil du es gerade in deiner Hand hast, aber du darfst nicht damit umgehen, anders als wie Allah es möchte. Und deshalb haben die Rechtsgelehrten über das Laufen, solange es nicht den Körper schadet, also das Laufen im Maßen und das Springen und Schwimmen und andere Dinge erlaubt, aber auch in allen eben Regelungen gesetzt. Und wenn man diese Regelungen versteht, weiß man, dass sie eben aus demselben Ursprung kommen.
Dieses absolute Besitz von Allah subhanahu wa ta'ala ist sehr interessant, weil er mit diesem Besitz, klar sehen wir in uns keine große Veränderung, außer Baby, Jugendlich, Mann oder Frau, alt, schwach, dann stirbt man. Das ist so diese Veränderung des Körpers, die man sieht, oder die Veränderung, die man in der Pubertät sieht. Ja, aber im großen Ganzen ist der Körper im Prinzip gleich, aber wenn wir uns genauer die Hadith anschauen und alles betrachten, sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala viele Veränderungen mit dem Körper vornimmt. Also das Alter und Körperbau im Paradies, der Paradiesbewohner, ist nach vielen Überlieferungen, ich meine nach einigen Überlieferungen, nicht so, wie wir es gerade haben. Oder in der Hölle, dass Allah subhanahu wa ta'ala einige Körper, die Körper sehr groß macht. Dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Körper extrem riesig macht, sodass sie, yudha'af lahum al-azab, dass für sie die Strafe noch spürhafter wird und noch schmerzhafter wird. So vergrößert Allah subhanahu wa ta'ala diese Körper auch. Und Allah subhanahu wa ta'ala verkleinert auch diese Körper, zum Beispiel in einigen Überlieferungen, wie Allah subhanahu wa ta'ala über jene spricht, die hochmütig sind, die Kibr haben, die arrogant sind und sich besser als die anderen sehen. In einigen Überlieferungen heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch sie ihre Menschengröße so klein macht wie Ameisen, dass sie wirklich Ameisen klein sind, sodass sie nicht gesehen werden. So klein macht Allah subhanahu wa ta'ala diese Körper, sodass diejenigen, die Menschen, die sie in der Dunya, so in dieser Zeit schlecht behandelt haben und arrogant behandelt haben, bei Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag klein getreten werden, weil wie wir sie hier gar nicht sehen. Du kannst dir vorstellen, diese Person, die arrogant ist oder sich besser fühlt als du, die macht Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag so eine kleine Ameise, so klein, du siehst sie nicht, du hörst sie nicht mal. Und du in deiner ganz normalen Größe trittst auf sie und sie sterben und Allah gibt sie wieder ein neues, gibt ihnen wieder ein neues Leben und dann werden die wieder zerquetscht und dann und sie müssen durch die Füße der Menschen flüchten. Das ist einfach nur die Strafe für die Arroganten unter anderem. Aber das Interessante ist, was Allah mit dem Körper macht oder dass Allah subhanahu wa ta'ala die Körper reden lässt. Wenn jemand beispielsweise Diebstahl begangen hat mit seinen beiden Händen und er dann verleugnet, dass er geklaut hat, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala seine Hände reden, sodass du selber dann mit deinem Mund zu deinen Händen sagst, Waihakum, was tut ihr? Oder wehe euch, was tut ihr? Ich lüge hier gerade, um euch zu schützen. Aber da er dieser absolute Eigentümer des Körpers ist, hat er auch diese absolute Entscheidung und Freiheit, was er damit macht. Und da sieht man, dass mit diesem Körper viel gemacht werden kann. Wenn wir uns über die islamische Geschichte anschauen, dann gibt es auch dort sehr viele interessante Sachen. Und zwar, dass die Körpergrößen sich mit der Zeit geändert haben. Und der Koran spricht darüber und die Sira spricht auch darüber, dass die Völker verschiedene Größen haben. Also alleine in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Länge der Kaaba, in einer Überlieferung heißt es, man sah Umar ibn Khattab radiallahu anhu und einen anderen Sahabi stehend bei der Kaaba und ihre Köpfe waren in derselben Höhe wie die Kaaba. Und wer mal die Pilgerfahrt gemacht hat, die Kaaba ist nicht klein, die ist riesig. Und in anderen Überlieferungen heißt es, dass einige Sahabe ihre Knie genauso hoch waren wie der Kopf des Pferdes. Nee, einige Pferde, also die konnten nicht mal reiten, weil sie groß waren. Das gab es auch. Na, wenn wir über die Körper, über die Größen reden. Im großen Ganzen bleibt letztendlich der Eigentum Allahs. Warum? Weil, egal wie er jetzt damit macht, egal wie er dich erschaffen hat, männlich oder weiblich, oder groß oder klein, gesund oder ungesund, letztlich bist du sowieso mit diesen Rahmenbedingungen, die die Scharia hingelegt hat, also Allah hingelegt hat, bist du sowieso gebunden, danach zu gehen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass letztlich diese Körper am Ende zu Allah subhanahu wa ta'ala wieder zurückkehren werden. Also so absolut frei in dem, was du gerade besitzt, bist du nicht, weil letztlich kommt das eh zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und egal wie die Körper am Ende sich zersetzen oder sich verändern oder auch wenn sie zu Staub werden, bringt sie Allah subhanahu wa ta'ala wieder zurück. Und das Interessante ist, Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran, wenn er mit den Götzendienern redet, die überhaupt verleugnen, dass sie jemals wieder zu Allah zurückkehren werden, spricht er, also es ist ja das Interessante, Allah hätte zu denen sagen können, ihr werdet zu mir zurückkommen in Form von Seelen. Aber Allah sagt, nein, ihr werdet yani,
als Körper wieder zurückkommen. Und Allah legt sehr viel Wert auf den Körper. Er spricht ständig über diesen Körper und detailliert das. Er sagt, selbst der Finger, dieser Finger, den werde ich wieder zusammenbringen und er wird auch vollständig zu mir zurückkommen. Selbst sein eigener Finger. Nichts von dem, was ich dir gegeben habe, außer dass es wieder zu mir zurückkehrt, obwohl dieser Körper an sich, yani, so gesehen mit der Seele beispielsweise, nicht unbedingt gleichzusetzen ist. Die Seele ist in vielerlei Hinsichten viel stärker, viel besser, viel wichtiger auch. Aber dennoch spricht Allah subhanahu wa ta'ala über den Körper und dass er wieder zurückkommen wird und dass ihn Allah subhanahu wa ta'ala wieder vollständig machen wird, weil das sein Eigentum ist. Es ist sein absolutes Eigentum. Sogar, dass viele Rechtsgelehrten, die den Körper und Schutz des Körpers so hoch gestellt haben, dass sie sogar Gottesdienste, die den Körper schaden könnten, in einigen Fällen verboten haben. Und dementsprechend, wenn man die Ausnahmen sieht, beispielsweise wann das Fasten nicht erlaubt ist, wann das Fasten untersagt werden kann, also nicht Fasten wie der Reisende oder der Kranke etc., da weiß man, dass das auch mit dem Körper zu tun hat. Selbst die Sahaba, die übermäßig viel zum Beispiel gebetet haben in der Nacht und dafür wenig geschlafen haben und das ihren Körper schadet und ihrer Psyche natürlich, hat das der Prophet sallam nicht gut empfunden und hat das schlecht gesehen und hat das unterbunden. Und Allah subhanahu wa ta'ala ordnet das auch an, selbst in den Gebeten. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا. Dieser Teil der Nacht, den Schlaf, das braucht den Körper. Da gibt viele Überlieferungen, die darüber reden, das Recht des Körpers. Jedenfalls, dass jemand behauptet, es ist mein Körper und ich mache, was ich möchte damit, dazu musst du es überhaupt erschaffen haben. Dazu musst du der Schöpfer sein. Und diese Verwaltung, du bist nur Verwalter des Körpers, du hast eine gewisse Eigentumsrechte, aber du bist nicht der absolute Eigentümer, du bist nur Verwalter, auch nur im Rahmen des, was Allah subhanahu wa ta'ala dir auch auferlegt hat, was Allah subhanahu wa ta'ala dir auch erlaubt hat. Und das ist schützend und pflegend, mehr als das nicht. Und dass dein Körper eine Hilfe für deine Hauptaufgabe sein soll, und zwar, ich habe die Ins und die Djinn nur erschaffen, die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Also auch das ist nur eine Hilfe dafür. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen in bester Form erschaffen, bester Form für das, was er tun muss und was er auch eben braucht. Also die Frage stellt sich ja in diesem Jahrhundert, in dieser Zeit, in der wir sind, wieder auf. Und zwar, dass viele Leute davon ausgehen und überhaupt reden und sagen, ist es mein Körper, ich kann machen, was ich möchte damit. Das ist so nicht richtig. Dazu musst du nachweisen, dass du diesen Körper überhaupt erschaffen hast. Und heißt nicht, dass die Wissenschaft einigermaßen weiter ist, dass die Wissenschaft auch alles wieder rekonstruieren kann, dass der Körper, egal was er verliert, wieder aufbauen kann. Ihr könnt keine Menschen erschaffen, ihr könnt keinen Ersatzkörper bauen. Fast jede Veränderung, nicht alle Veränderungen, aber fast jede Veränderung, die man an den Körper macht, ist manchmal nicht mehr widerrufbar. Das kann man nicht widerrufen, kann man nicht wieder korrigieren. Und deshalb gibt es tatsächlich im Fiqh dazu, dass der Körper genauso, wie er gegeben worden ist, wieder zurückgebracht werden muss. Weil einige Rechtsgelehrten reden sogar über eine Leihe. Es ist nur eine Leihe. Es ist nur ausgeliehen. Aber dennoch gibt es, wenn wir das Thema vertiefte Fiqh eingehen, werden wir auch viele andere Aussagen finden natürlich und werden wir auch viele Ausnahmen finden. Das Thema Schönheits-OP spielt ja eine große Rolle. Ungesunde und schlechte Gewohnheiten und so weiter und so fort. Dass trotzdem einige erlaubt sind und trotzdem, obwohl man ja so gesehen die Allah-Schöpfung nicht verändern darf oder das ähnelt des anderen Geschlechts nicht darf, dass es in vielerlei, auch in anderen Hinsichten, im Fiqh, in einigen Fällen, sag ich mal, in einigen Fällen, es dennoch erlaubt ist, ist auch dennoch interessant. Aber wir müssen das Grundprinzip verstehen. Es ist absolut Allahs Eigentum und das, was wir damit machen, ist nur Verwaltung und wir verwalten diesen Körper nur mit den Vorschriften, die uns gegeben worden sind. Und man soll möglichst seinen Körper so zurückgeben, wie man ihn auch bekommen hat. Das kann man zum Ende hin zu diesem Thema auch sagen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan und ich gebe das Wort an die Moderation. Barakallahu fik, wirklich ein sehr interessanter Vortrag. Ich musste das kurz halten, ich habe einiges rausgelassen. Aber alles gut, also es war echt sehr interessant. Ich denke wirklich ein
Schöner kurzer Einstieg, um in die Thematik einzusteigen. Kleiner Überblick. Das habe ich wirklich jetzt bisher nicht nirgendwo gehört, noch gesehen. Eigentlich haben wir gesagt, falls es Fragen gibt, stellen wir die Fragen dir. Es kamen keine Fragen. Ich glaube, du musst sie darum bitten. Genau. Also, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in den Chat. Eine von denen wählen wir aus und beantworten sie, inshallah. Sollte keine Fragen mehr kommen, wir warten am besten noch ein bisschen, aber danach würde ich dich, Bruder, bitten, vielleicht ein kleines Abschlussdua und wenn du möchtest, noch vielleicht ein bisschen Koran lesen, falls du möchtest. Ein Abschluss so erreicht. Okay, tamam, inshallah. Bruder, wenn du möchtest, wähl du die Frage aus, die du beantworten möchtest. Kannst auch gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, es gibt hier eine Frage, die heißt Organspende. Es gibt eine Frage über das Tätowieren. Bruder, Okay. vielleicht Organspende, weil es so aktuell ist. Genau, es wurde auch zweimal darüber gefragt, deshalb reden wir darüber. Organspende war so nicht wirklich bekannt in der islamischen Geschichte, muss man sagen, weil die Medizin das einfach nicht mit hergegeben hat. Es ist erst vor kurzem gekommen. Im Tiefe der Fiqh ist es ja mein Fachbereich. Es ist schwierig, es ist immer wichtig, es ist immer gut im Fiqh, dass wir etwas Vergleichbares finden. Ja, etwas, ein Vorfall oder etwas Ähnliches in der Geschichte, worauf wir aufbauen können. Das gibt es tatsächlich so nicht, also ist mir nicht bekannt. Ich denke, wird man auch so leicht nicht finden. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, dass unser Komitee jetzt, das Komitee in unserer Uni, darüber wirklich hier vielleicht 12, 13 Jahre jetzt darüber diskutiert. Letztlich kann man dazu sagen, und zwar, dass man eine mittlere Lösung gefunden hat. Und zwar, es gibt tatsächlich Organe und Körperteile, in Anführungsstriche, die man spendieren kann. Ich rede hier über zu Lebzeiten. Man ist gerade am Leben. Zu Lebzeiten, die man geben kann, wodurch man selbst nicht geschadet ist und wodurch man noch weiterleben kann, also problemlos weiterleben kann oder nicht. Das geht. Vorausgesetzt ist, dass du weiterleben kannst und zweitens, dass du nicht eigen, also dass du nicht dadurch irgendwie verunglimpft wirst, nicht schön. Zum Beispiel sowas ist nicht erlaubt, wie zum Beispiel zu sagen, ein Auge spenden. Ich kann auch mit einem Auge sehen. Ja, du kannst zwar mit einem Auge leben, wenn du ein Auge spendest. Ich rede hier nur über Lebzeiten. Dann erfüllst du einen Teil der Voraussetzungen, aber nicht alle Voraussetzungen, weil es darf sich nicht mit den großen Zielen der Scharia, Intentionen der Scharia stößen. Es muss passen. Warum? Weil zum Schutz des Körpers und Ehre des Menschen sehen die Fuqaha als es nicht richtig, dass der Mensch dann auch nur mit einem Auge lebt. Al-Awar gehört nicht zur Vollständigkeit und gehört nicht zur Schönheit des Menschen. Und dementsprechend widerspricht sich das auch mit einer wichtigen Grundregel, und zwar kein Schaden und kein Schaden durch einen anderen Schaden aufheben. Und hier haben wir einen Schaden aufgehoben, aber dadurch einen anderen Schaden verursacht. Und das ist genauso falsch. Aber Organe, die wirklich nicht, die wirklich das Leben nicht extrem beeinträchtigen, nicht schweren, die nach außen hin auch nicht gesehen werden, wie zum Beispiel ein Arm oder so oder ein Auge oder so, ist es erlaubt. Wenn jemand tot ist, ist es tatsächlich so. Es ist ein Ijtihad-Thema. Ijtihad bedeutet, da strengt man sich an und versucht zu einem Urteil zu kommen. Ist nach dem Tod, und das ist das, was ich vertrete, und ich werde auch wahrscheinlich einen Organspendeausweis auch inshallah bald beantragen, sind alle Körperteile gestattet. Und das ist nach der Fatwa unserer Universität. Ich gebe tatsächlich auch andere, die es verbieten, aber ich muss sagen, ich habe mir auch durchgelesen und angeschaut. Also unsere Uni generell hat sich das angeschaut. Ich meine, die Gelehrten aus dem Institut haben sich das angeschaut und das ist nicht so belegt, das ist schwach. Jedenfalls vertrete ich die Meinung, auch viele Schüler, dass alle Körperteile dementsprechend dann auch, wenn sie auch nutzbar sind und hilfreich für jemand anderes ist, dass sie zur Spende abgegeben werden könnten, dass es möglich ist.
Also wirklich alles im Körper. Genau. Das ist so dieser Frage. Okay, perfekt. Vielleicht noch ganz kurz die Frage. Ich glaube, du hast es schon erwähnt gehabt, aber also eine Niere wäre zu Lebzeiten zum Beispiel erlaubt. Genau, solange das dich nicht beeinträchtigt und dass du wirklich durch einen Arzt, Ärzte oder Arztgutachten dir sagt, das ist alles gut, das ist kein Problem, du kannst ohne, klar, eine gewisse Beeinträchtigung gibt es schon, aber es ist nicht wie zum Beispiel mit einem Auge oder wie einem Arm oder so. Das wäre gestattet tatsächlich, ja. Vielen Dank, Bruder. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal für den sehr schönen Vortrag. Es gibt wirklich sehr viele interessante Fragen, lese ich. Aber mashallah. Ja, Genau, das ist dann Barakallah. wahrscheinlich ein großes Thema. Wir merken das uns, inshallah. Und wenn die Zeit kommt, dann machen wir, inshallah, eine größere Veranstaltung draus. Wir sehen ja das Interesse daran. Es ist ja auch ein sehr modernes Thema, was wirklich heiß diskutiert wird. Genau. Genau. Also vielen Dank auch an die Zuschauer, die jetzt dabei waren. Möge Allah unser Fasten akzeptieren. Wir sehen uns inshallah übermorgen zu unserem nächsten Vortrag von Zana Labich zum Thema, wie sich Fasten auf deine oder meine Psyche auswirkt. Genauso wie heute auch um 19 Uhr auf diesem YouTube-Kanal. Es folgt jetzt inshallah nochmal das Spendenvideo. Assalamu alaikum. Ich muss da noch einmal.